Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 22. März. Die Epoche der Lichterdung beschritten, gestern und vorgestern. Es wurde mir im Nachhinein irgendwie erst so bewusst. So, unterschont haben wir die Kraft der großen Sonne, die immer zu in und durch uns strahlt, mit Solaya, das sich heute als erstes Siegel zeigt. Dann haben wir Kri, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht. Und das dritte Siegel schon wieder, Anina. Das ist so interessant, ja, wie sich das aufbaut. Und vor allem, Anina ist heute im dritten Tag in Folge auf Position 3. Und das bedeutet ja immer, dahin geht es. Und es geht wirklich darum, dieses höchste Bewusstsein, dieses Erinnern, wer du bist, wirklich auf die Erde zu bringen. Ich sage es nochmal, die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht, in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Und das bist du. Du bist die göttliche Urkraft. Du bist das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Und die letzten beiden Tage ging es eben auch genau darum, immer mit anderen Aspekten. Wenn du die beiden Impulse nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir, es nochmal anzuschauen, weil die bauen so intensiv aufeinander auf. Gerade wenn wir wirklich auf derselben Position dann dasselbe Siegel am dritten Tag in Folge haben. Und heute geht es wirklich darum, nochmal uns von all dem zu befreien, was uns wirklich trennt, was auch von außen auf uns zuströmt. Solaya, ja, ist wirklich das Siegel, mit dem man Besetzungen entfernen kann, Besetzungen jedweder Art, ja, das uns reinigt von allem, was wir eben nicht sind und unser Feld auch versiegelt für irgendwelche Dinge, die aus dem Außen kommen. Das kann sein, dass du angezapft wirst von anderen, ja, dass du dich leer fühlst. Und das ist ja oft der Fall, wenn man sein Energiefeld eben nicht schützt und sehr lichtvoll ist, dann ist es einfach sehr viel attraktiver. Die Fliegen gehen immer dahin, wo das Licht ist. Es ist sehr viel einfacher, sich die Energie von jemand anderem zu holen unter Umständen, als eben die eigene Verbindung aufzubauen. Das kann phasenweise sogar in der eigenen Familie stattfinden, dass man sich vom anderen ernährt, den leer saugt, dann hat er alles gegeben und plötzlich geht es dem dann schlecht. Ja? Und das soll und braucht und darf auch gar nicht sein. Und dabei hilft uns eben Anina, wenn unsere Aura offen ist, wenn wir diese, sage ich mal, diese Tanklöcher haben, wo die anderen ihre Zapfsäulen reinhängen können, dann versiegelt das Anina und reinigt eben auch das, was uns da eventuell ins Feld gekommen ist. Und gleichzeitig entfernt natürlich Solaya auch nochmal, habe ich gerade vorhin Anina gesagt, ich meinte Solaya jetzt, ja, das ist eben das Entfernungssiegel. Und wenn wir im Prinzip auch Entitäten in uns haben, die da nicht hingehören, also regelrechte Besetzungen, dann ist Solaya eben auch das Siegel, das uns hilft, uns von diesen Besetzungen zu befreien, dass sie dorthin gehen dürfen, wo sie einfach zu Hause sind, was für sie angemessen ist. Ich sage das ja immer, wenn ich mit Solaya arbeite, dann rufe ich auch immer Erzengel Michael um seinen Beistand und bitte eben einfach diese Wesenheiten, die entsprechende Aura zu verlassen. Und in dieser Aura und in keinem anderen Wesen ist Platz für irgendwelche Fremdenergien, was auch immer das sind, Reptiloiden oder was es eben gibt oder dämonische Energien. Es gibt so viele Energieformen. Ich gebe dem meistens ganz wenig Energie, um das gar nicht so groß und unüberwindlich darzustellen. Ja, so ist es ja für manche. Oh, dann musst du zum Spezialisten mit einer Besetzung. Das ist für mich einfach eine Energie wie eine Blockade, die einfach erlöst werden möchte, die nach Hause möchte. Und da hilft uns eben Solaya und Erzengel Michael. Und was eben auch oft ist, dass wir, ja, ich spreche ja oft von diesen Programmierungen auch, denen wir schon immer unterlegen. Ich gehe nur in den Supermarkt einkaufen und bekomme zum Teil über Düfte irgendwas suggeriert oder auch über die Werbeblöcke, die dort laufen. Ja, die Werbung generell zielt ja darauf ab, dass wir etwas Bestimmtes kaufen sollen und dass wir schon bestimmte
Werbeslogans wie Mantren drauf haben, obwohl wir sie nie bewusst gechantet haben, wie wir jetzt zum Beispiel die Siegel chanten. Das passiert einfach über die Dauer und wenn man was oft genug hört, dann ist es im Unterbewusstsein und das fängt dann an, uns auch entsprechend zu steuern. Oder wir glauben natürlich auch den Werbesendungen, was alles Gutes in bestimmten Joghurtdrinks ist, ja, was die alles Gutes für unser Immunsystem tun. Und wenn man dann genau drauf schaut, sieht man, dass sie zu einem Großteil aus Zucker und sonstigen Dingen bestehen, die unser Immunsystem und unser Körper sicherlich nicht brauchen. Und das ist einfach diese Manipulation fängt schon ganz, ganz früh an. Wir sind mit Manipulation aufgewachsen, das ist vollkommen klar. Und deswegen merken wir das oft auch gar nicht, was wir alles sozusagen wirklich fremd programmiert bekommen. Die künstliche Intelligenz wird immer normaler und immer selbstverständlicher und wird auch als Lösung verkauft. Aber wie leicht so eine Steuerung wirklich ist, auch durch die Strahlung, ja, durch eine Strahlungserhöhung, weil wir einfach sehr viel offener sind, weil durch eine bestimmte Vergiftung von der Zirbeldrüse beispielsweise auch unsere Zirbeldrüse dann nicht mehr so gut funktioniert. Die funktioniert sowieso schon von Jahr zu Jahr immer schlechter, weil sie bei Nichtgebrauch verkümmert. Bis zum 7. Jahr ist die Zirbeldrüse voll ausgebildet. Und dann werden wir eben immer, wenn wir unsere Zirbeldrüse ist, das Organ der geistigen Innenschau, ja, das uns wirklich hilft, klar zu sehen, weit zu sehen. Es ist unsere Verbindung zu den höheren Sphären funktioniert. Und wenn das alles reduziert ist, dann kann man wunderbar natürlich Marionette spielen. Ich sage es heute mal wirklich ganz deutlich, weil heute eben Solaya und Kri in Verbindung liegen. Und auch Kri ist genauso dieses Siegel, das uns davon von Programmierungen befreit, die wir eben nicht sind. Ja, von irgendwelchen Implantaten, die man dann wirklich, das sind wie so kleine Chips, kann man vorstellen, energetisch, die dann besendet werden können und über die man Menschen steuern kann. Und das gab es schon immer und es nimmt zu und wir dürfen uns deswegen einfach schützen und davon befreien. Also wenn du das Gefühl hast, dass du manchmal nicht du selbst bist, ja, dass du plötzlich einen Wutanfall bekommst, out of the blue und dich Sachen sagen hörst, die du noch nie so gesagt hast oder irgendwas anderes, das ist jetzt nur ein Beispiel und du hast das Gefühl, das bin ich irgendwie gar nicht, ja. Natürlich bist du alles, weil alles mit allem verbunden ist, also das möchte ich jetzt davon nicht abschließen, aber es kann durchaus auch sein, dass, ja, da einfach mal auch ein negatives Wesen in uns drin ist, das uns wirklich diese Dinge suggeriert, die wir eben machen sollen oder nicht machen sollen oder ein anderes Wesen, ich möchte es noch nicht mal werden. Und dabei hilft uns eben Solaya und genauso Kri hilft uns wirklich, diese Programmierungen ja zu löschen und Implantate zu neutralisieren, wenn denn welche da sind, damit unsere Festplatte wirklich wieder rein auf unser eigenes System ausgerichtet ist, auf unsere eigene Göttlichkeit, auf unser eigenes Licht empfinden und dass alle Programme, die eben dem widersprechen, dass wir das Licht sind, dass wir vollkommen sind, dass wir göttlich sind, von der Festplatte gelöscht werden dürfen. Kri ist auch das Antitrauma-Siegel. Ja, wir haben uns ja oft durch bestimmte Programme, die wir in uns tragen, es ist eigentlich egal, ob die durch ein Trauma entstanden sind, ja, weil ich vielleicht ausgelacht wurde, weil ich vor Menschen gesprochen habe und seitdem glaube, was ich sage, interessiert keinen. Wenn ich mich zeige, wie ich bin, werde ich abgelehnt und all diese Dinge. So haben wir ja unendlich viele Glaubenssätze oder Programme in uns gespeichert und ob die aufgrund von einem Trauma kommen oder aufgrund von einer Fremdprogrammierung, ist unterm Strich egal, weil es einfach Programme sind, die nicht der Wahrheit entsprechen, der Wirklichkeit entsprechen. Ja, sie sind in dem Moment unsere Wahrheit, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass du vollkommen bist, dass du göttlich bist. Ja, und all das, was uns davon abhält, von dieser Wahrheit, ja, das darf wirklich heute ganz besonders mit Solaya und mit Kri in Kombination, die beiden verstärken sich, ja, dass die Sonne und die Weisheit wirklich aus uns herausleuchten dürfen, in die Auflösung gehen. Ja, und mit Anina wird heute einmal mehr wieder der Weg frei, dass wir wirklich unsere göttliche Urkraft und das vollkommene Licht, das wir sind, wirklich erden können. Also heute geht es wirklich um die Befreiung unserer Lichtkraft. Und dieses Bewusstseinsfeld, ja, und die Reinigung, dass dieses Bewusstseinsfeld wirklich vollzogen werden kann, das möchte ich jetzt gerne wieder mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Solaya, Om Kri, Om Anina.
Shri Om Mani Na Om Solaya Om Shri Om Mani Na. Ich wünsche dir einen unglaublich kraftvollen Tag, an dem du deine Lichtkraft befreist. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.